Guten Morgen und willkommen zum nächsten Video hier auf meinem Kanal und zum sechsten Tag unserer Sommertour 2021. Ja, wir befinden uns momentan noch im Fletcher Hotel in Epe, einem Stadtteil von Zwolle, nicht weit weg von unserem nächsten Ziel, dem Walibi Holland. Ich für meinen Teil habe mich diese ganze Tour und auch schon davor natürlich mega auf diesen Tag heute gefreut, weil heute gibt es ein ganz besonderes Special. Im Walibi Holland ist heute das Leckergarn, was normalerweise immer mittwochs im August stattfindet. Und zwar, das ist eine 23 Uhr Öffnung für den Park. Und jeder, der schon mal da war, weiß, dass man dann auf jeden Fall, was das Adrenalin angeht, auf seine Kosten kommt. Wir haben dazu zusätzlich noch einen Unlimited Fastpass geholt, um halt wirklich auch komplett die Virtual Line, die es halt im Walibi Holland gibt, zu überspringen und auch wirklich so viel fahren zu können, wie wir einfach Lust haben. Und zudem steht auch dort nicht nur meine, sondern auch Erik seine Lieblingsachterbahn, und zwar Untamed. Leider sind On-Rides, wie auch in vielen Parks auf der Tour bisher, die On-Rides leider verboten. Aber ich versuche natürlich so viele Off-Rides zu machen, wie es natürlich nur geht. Ja, wir sind mega hyped. Wie gesagt, es ist der vorletzte Tag unserer Tour. Und ja, wir haben ungefähr 30, 40 Kilometer von hier bis zum Park. Also ist nicht lang. Es sind, keine Ahnung, 20 Minuten Fahrt oder sowas. Völlig entspannt. Wir haben auch jede Menge Zeit, bis der Park aufmacht. Also wir werden dann auch gleich nochmal kurz einkaufen gehen und uns eine Kleinigkeit zu essen holen, was zu trinken holen. Wir sind vorbereitet auf den Tag. Das Wetter soll richtig, richtig gut werden. Also der Wetterbericht sagt 23, 24 Grad, nur minimal bewölkt und überhaupt keine Regenwahrscheinlichkeit. Also ich glaube, es wird ein richtig guter Tag. Und ich würde sagen, wir sehen uns später im Park. Wir haben es geschafft, wir sind im Walibi Holland und ja, ich glaube, heute wird es relativ voll, der Park war es auch schon gut gefüllt. Haben Sie jede Menge Leute hier reinstürmen sehen. Da machen wir uns aber keinen Stress, weil wie gesagt, wir haben einen Unlimited Fastpass und unsere erste Fahrt des Tages wird Lost Gravity sein. Zu dem Thema ein Big Dipper, einer von zwei. Es gibt ja die ganzen Gerüchte momentan, dass das nächste Modell, dieser Aurora Park in seinen Park stellen möchte, ebenfalls ein Big Dipper ist. Mal schauen, ob die Reaktion irgendwann mal besser wird als Lost Gravity. Aber Lost Gravity auf jeden Fall eine richtig geile Achterbahn. Also unser Start Nummer 1 heute, Lost Gravity. Ich werde mich auch mal wieder. Mittlerweile haben wir schon ein paar Fahrten hinter uns. Eben Lost Gravity, Goliath, mittlerweile auch sogar schon zwei Fahrten auf Untamed. Dieser Unlimited Fastpass ist einfach der absolute Wahnsinn. Also es ist so cool. Durch die Virtual Line, die du normalerweise hier im Park hast, kannst du dich virtuell einstellen, wie man es normalerweise auch im Europa-Park kennt. Und dann läuft eben die Zeit ab. Man kann währenddessen einfach tun, worauf man Lust hat. Natürlich nicht auf andere Achterbahnen gehen, wo das auch läuft, weil der ganze Park bis auf verschiedene kleine Flat Rides oder zum Beispiel der Freefall Tower sind von dieser Virtual Line ausgeschlossen. Da kann man sich auch ohne irgendwas anstehen. Aber das ist die Wartezeit auch nicht so wie in den ganzen Queues bei den Achterbahnen. Lustigerweise überspringen wir eben diese Virtual Line mit diesem Unlimited Fastpass. Sprich, wir müssen keine halbe, dreiviertel Stunde, je nach Besucheraufkommen warten, sondern bekommen diesen typischen QR-Code, den du am Eingang der Queue einscannen musst, direkt. Und so laufen wir eigentlich so gut wie immer direkt durch in die Station. Es sind dann, keine Ahnung, so viele Leute vor einem, die halt genau mit dir in dem Zug stehen, bisher. Und wir haben es gerade kurz nach 11. Sprich, wir haben vier Fahrten auf den größten Achterbahnen, das ist gerade hinter mir, fährt es gerade wieder, schon geschafft.
und sind noch lange nicht vorbei, weil wie gesagt, heute ist der Leckergang-Tag. Wir sind heute bis 23 Uhr hier im Walibi Holland. Und worauf haben wir spekuliert? Natürlich auf Fahrten, auf Untamed, Goliath, Lost Gravity, vielleicht auch eine andere Achterbahn, vielleicht auch noch im Dunkeln. Und da haben wir auch richtig, richtig Lust. Das Wetter ist absolut spitze. Es ist über 20 Grad. Wir sind schon teilweise echt am Schwitzen. Aber mega. Also wir haben richtig, richtig Spaß heute. Und wie gesagt, aus dem Grinsen kommen wir jetzt noch nicht raus. Das spreche ich für mich und für den Erik, glaube ich. Und ja. Ihr wundert euch bestimmt, warum es schon wieder hell ist. Weil die letzten Bilder, die ihr gesehen habt, wurden immer dunkler bis eben spät in die Nacht. Ja, es ist der 7. Tag unserer Sommertour 2021. Und wir sind am 2. Tag im Walibi Holland. Und mitten im Video, gefühlt ein neues Video. Der Vlog geht über 2 Tage. Ich habe es versucht, eben den letzten Tag, also gestern, einmal ein bisschen mehr Impressionen zu bringen. Heute werde ich mehr, wieder ein bisschen mehr reden, weil ja, wir haben wieder super Wetter, wir haben einige Sachen zu tun und heute ist es auch wirklich der letzte Tag unserer Tour. Wir waren die letzten 6 Tage jeden Tag in einem anderen Freizeitpark und hatten wirklich keinen Off-Day, also keinen Tag zwischendrin, an dem wir mal Pause gemacht haben. Wir sind wirklich früh aufgestanden, in den Park gefahren, hatten unseren Spaß, sind ins nächste Hotel gefahren, haben übernachtet und so weiter und so fort. Und
Das Wetter spielt mit. Wir sind immer noch einfach super hyped, wie gesagt. Hier steht unsere Lieblingsachterbahn Untamed, für die wir gerade schon wieder anstehen. Ist schon die zweite Fahrt für den heutigen Tag. Und ich werde natürlich heute auch wieder versuchen, einiges von dem Tag hier an Impressionen für euch aufzunehmen. Und ja, mal schauen, was der Tag heute so bringt. Und ja, wir hören uns, sehen uns später. So, mittlerweile die zweite Fahrt hinter uns gebracht. Werden auch gleich schon das dritte Mal fahren, bevor wir dann weiterziehen und zu einer nächsten Achterbahn. Wie gesagt, das Wetter immer noch optimal. Ich finde es einfach nur alleine hier bei der Achterbahn hier hinter mir Untamed. Wenn man aus der Station kommt, kommt direkt eine nach außen gebogene Kurve. Allein die schon macht richtig, richtig Bock, bevor es dann eben schön hoch auf ungefähr 30 Meter, 33 Meter geht und dann eine fast zweiminütige Fahrt. Absolut unglaublich. Wie gesagt, meine Lieblingsachterbahn. Und da muss auch erstmal was rankommen. Wie gesagt, auf der Tour einiges gefahren. Unter anderem Ride to Happiness, Fury und so. Aber an Untamed kommt für mich leider noch nichts dran. Aber muss auch so sagen, es gibt viele Freizeitparks, die ich jetzt hier auf der Tour kennengelernt habe. Gerade speziell hier das Walibi Holland ist jetzt weniger der Freizeitpark, der im Vergleich wie zum Beispiel Phantasialand, das Disneyland, der Europapark, das Efteling zum Beispiel steht. Hier hast du halt wirklich nicht viel an Thematisierung. Hier hast du, wie es halt früher bei den Six Flags Parks einfach übrig, so wie es halt einfach war früher, dass du halt einfach Thrill Rides hattest, Attraktionen, und die wurden halt einfach hingestellt, wo Platz war. Und halt eine relativ einfache, relativ kleine Wegführung, dass man eben nicht diese riesen Wege gehen muss. Wobei ich dazu sagen muss, wir hatten gestern, ich glaube, die höchsten Schrittanzahl unserer ganzen Tour, wir waren mit ca. 25.000. Also klein ist immer dann relativ, ne? Aber wie gesagt, wer auf Achterbahn steht, auf Thrill steht, der ist gerade hier im Walibi Holland wirklich perfekt aufgehoben. Wenn man theoretisch aber mehr auf Thematisierung, eine abwechslungsreiche Art von verschiedenen Attraktionen mag. Sprich, dass man sagen kann, ah, wir möchten was für die Familie, wir möchten vielleicht hier eine Wildwasserbahn, wir möchten hier eine Themenfahrt. Dann kann ich euch jetzt auf jeden Fall nur sagen, das Efteling ist wunderschön und dann auch das Richtige für euch, was das angeht. Also auf jeden Fall ein Besuch wert. Und ich, wie gesagt, werde auch auf jeden Fall mindestens noch einmal dorthin gehen, wenn nicht sogar ein paar mehr Tage, weil der Park relativ groß ist und sehr, sehr viele Sachen auch zu bieten hat. Ja, Erik müsste auch gleich wieder kommen. Und dann geht es für uns auf die dritte Fahrt auf Untamed. Aus Lost Gravity und das Wetter immer noch so gut wie, nicht ganz, aber so gut wie wolkenlos. Die Sonne ist richtig heftig heute, also wir haben schon mit so einem super tollen Kokos Sonnenmilch eingerieben. Richtig verrückt, aber braucht man heute auf jeden Fall. Der Tag ist richtig, richtig cool heute. Also man kann wirklich sagen, heute läuft einfach alles nach Plan. Der zweite Tag im Walibi Holland. Die Musik hier überall aus den Lautsprechern im Park macht einfach so ein richtiges Sommerfeeling. Die Achterbahn, die ganzen happy Leute hier, das Adrenalin, einfach ein absolut top Sommertag. Also ich weiß es nicht, Erik, möchtest du noch irgendwas dazu hinzufügen? Ja, wir gehen uns das Bier holen. Wir holen uns jetzt ein Bier. Habt ihr gehört? Danach geht es wahrscheinlich wieder weiter mit Untamed und dann schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. Remember when we were young and
So, nach ein paar weiteren Fahrten auf Achterbahn, unter anderem gerade eben auch auf Goliath, haben wir auch vorher noch eine Kleinigkeit gegessen gehabt. Waren neben dem Freefall Tower in so einer, bei so einer Bude und haben uns so richtig, richtig coole Pommes geholt. Mit so Pulled Pork und einer richtig geilen Soße und einer Fleischkrokette. Kann ich euch mal jetzt hier ganz kurz einblenden. Richtig, richtig lecker. Also wow, kann ich nur empfehlen. Ich frage mich teilweise sowieso, warum es bei uns sowas nicht gibt. Also es sind kleine Snacks, die vergleichbar sind mit der Currywurst zum Beispiel vom Machen jetzt her. Einfach richtig gut. Das Wetter an sich immer noch mehr als warm. Also die Sonne ganze Zeit nur am Schein. Ich meine, klar, über schönes Wetter freut man sich immer. Aber irgendwann ist es einfach so warm, dass es halt auch nicht mehr ganz so entspannt ist. Also man merkt, wir haben uns schon gut eingecremt, aber ich glaube, der Sonnenbrand ist trotzdem mehr oder weniger vorprogrammiert. Und genau aufgrund der Hitze haben wir es auf jeden Fall vorgenommen, dass wir jetzt mal zum Crazy River gehen. Also der Wildwasserbahn hier im Park von Mack. Und ja, das wird unser nächstes Ziel. Ja, wie die meisten Parks ist auch hier das Walibi Holland nicht unbedingt von Auszeiten verschont geblieben. Also jetzt wollten wir gerade zum Crazy River, was jetzt auch teilweise hinter mir ist, aber ist momentan down. Wir haben zwar unseren QR-Code schon für den Eingang hier durch die Virtual Line, aber leider momentan geschlossen, also müssen wir jetzt auch warten. Ja, wahrscheinlich dauert es etwas länger. Wir haben jetzt unseren Slot erstmal gelöst und werden jetzt eine Runde Lost Gravity fahren, was direkt neben dran ist. Aber ich zeige euch mal kurz, was wir meinten, von welches fällt gerade aus. Also wir stehen hier oben auf dem Lift, wenn man das gut sehen kann. Und das bewegt sich anscheinend schon mehrere Minuten, das ist so 10 Minuten nicht mehr. Also Abkühlung ist schön und gut, aber drauf warten, bis man abkühlen kann, wollten wir jetzt nicht unbedingt. Also ein bisschen Fahrwind für uns auf Lost Gravity. So, wir kommen gerade aus Lost Gravity und ganz ehrlich, dieser Drop, der macht die Bahn so gut und der direkt danach die Airtime, beziehungsweise dieser kleine Hügel, stark, einfach stark. Ich weiß gar nicht, ob ich in meinem Video schon erzählt habe, zumindest für die, die es noch nicht wissen, Bitipper ist übrigens eine Achterbahn von Mack. Die Besonderheit dabei ist, dass eben der Zug vier Reihen hat. Ja, also vier Sitze hat und eben zwei Reihen hat. Und die äußersten Sitze von beiden Reihen sitzen sozusagen außerhalb der Schiene. Sprich, man sitzt dann einfach auf der Außenseite und fährt einfach ohne irgendeinen Boden. Was die ganze Sache natürlich sehr interessant macht. Ja, die Wildwasserbahn steht auch nach einer Fahrt Lost Gravity immer noch komplett still. Ein Boot, was vorne auf dem Lift stand, sitzt zwar keine Leute mehr drin, aber das Boot an sich steht immer noch. Ich gehe mir davon aus, dass die Bahn noch eine längere Ausfallzeit hat und da wir auch bald im Begriff sind zu gehen, wird es wahrscheinlich heute nichts mehr mit einer Fahrt hier auf Crazy River. Ist aber gar nicht so schlimm, wir werden trotzdem noch ein bisschen Spaß haben. So geht ein Tag, ein langer Tag im Walibi Holland rum, sozusagen der zweite Tag unserer Tour und mittlerweile auch der Abschluss unserer Tour. Das war jetzt der siebte Tag im folgenden Park und muss schon sagen, so nach und nach, ohne einen Tag dazwischen Pause, merkt man es schon. Vor allem jetzt auch das Wetter halt die letzten zwei Tage schon ordentlich warm war und das macht dann halt zusätzlich noch ein bisschen fertig, so nach der Zeit. Aber die letzten zwei Tage hier im Walibi, wie ihr jetzt hier auch im ganzen Video sehen konntet, absoluter Wahnsinn. So viel Adrenalin, so viel fahren können. Natürlich mit der Unlimited Fastlane, die wir uns geholt haben. Sonst wäre das heute und gestern vor allem auch eine Katastrophe geworden, weil die Wartezeiten wirklich bei 1 bis 2 Stunden je Attraktion waren. Da hätten wir das niemals geschafft, so viele Fahrten am Stück bzw. am Tag allgemein zu machen. So hat sich das für uns auf jeden Fall gelohnt. Und abschließend zum heutigen Tag kann ich halt hauptsächlich sagen, wirklich, es war
mega hier im Walibi Holland. Die Tour war auch unglaublich. Also wirklich, war einfach super, so viele neue Achterbahnen fahren zu können, so viele Parks neu zu erleben, sag ich jetzt mal. Und ja, aber irgendwann kommt auch dieser Moment, wo man einfach das Gefühl hat, so ist auch wieder gut. Das heimische Bett, die heimische Dusche, einfach mal wieder aufs Bett schmeißen. Darauf freue ich mich auch jetzt. Und das ist jetzt so der Moment, wo ich mich von euch auf jeden Fall hier verabschiede von diesem Vlog. Falls es euch gefallen hat, wäre es cool, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Es wird auf jeden Fall auch noch ein komplettes Review zur Tour geben, falls es euch interessiert. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ich bin raus und ciao.